Lasst uns heute über Ektoin sprechen. Viel Spaß! Ektoin ist ein natürlicher Stoff aus der Gruppe der Extremolyte. Ektoin wird auch L-Ektoin, Ektoine oder Ektonium genannt. Es wird aus Mikroorganismen gewonnen, die unter extremen Bedingungen leben. Ektoin wird demnach als Schutzstoff von diesen Mikroorganismen gebildet. Der ungewöhnliche Ursprung hat dazu geführt, dass dieser Stoff erst in den 80er Jahren entdeckt wurde. Wissenschaftler entdeckten diesen Stoff zum ersten Mal in der Salzwüste der Sahara. Ektoin verhindert den Wasserverlust der Bakterien, indem es eine Wasserschicht um sich selbst sowie um die benachbarten Proteine und Zellmembrane bildet. Dadurch entsteht eine Schutzhülle, die vor äußeren Einflüssen schützt. Auf unserer Haut bedeutet das, dass Ektoin vor äußeren Stressfaktoren und Umwelteinflüssen schützt, wie UV-Strahlung. Ektoin wirkt zusätzlich befeuchtend und entzündungshemmend, deswegen wird der Stoff gerne in Augentropfen verwendet. Eine Studie bestätigt sogar die Anti-Aging-Wirkung von Ektoin. Ektoin kann sogar bei allergischen Reaktionen der Haut helfen. Eine Creme oder ein Serum ist eine gute Basis für die tägliche Pflege. Selbst in Nasenspray findet der Inhaltsstoff gerne Gebrauch. In der Regel gibt es keine Nebenwirkungen, wenn man Ektoin verwendet. Gelegentlich kann es zu einem leichten Brennen kommen. Ich habe euch wieder zwei Quellen unten in die Infobox gepackt. Da guckt ihr rein, wenn ihr euch für den Stoff interessiert. Ich wusste es selber nicht, dass Ektoin von Mikroorganismen kommt. Und falls ihr Studien lesen könnt, dann guckt ihr in die erste oder in die zweite Quelle rein. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Da ist die Studie nämlich verlinkt. Also falls ihr da das Interesse habt. Ich komme mit Ektoin sehr gut klar. Ich glaube, Ektoin war auch in den Produkten von der Shenya drin. Jetzt habe ich das No-Produkt, den Liquid Hydrator von Leon. Da ist Ektoin eben auch drin. Und bei mir auf dem Kopf wirkt es wunderbar, im Gesicht wirkt es wunderbar. Und ich freue mich schon, wenn ich ein Video darüber mache. Hast du Erfahrung mit dem Inhaltsstoff? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.